In der letzten Folge. Hauen Sie ab, die gehört uns. Plündern ist falsch. Mann, das wird das ja. Plündern ist falsch. Was für ein Arschloch. Wir sollten sie nicht noch weiter aufstacheln, Pathfinder. Ja. Coole Aussage. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Oder was? Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Und wir sind wieder zurück. Mit dieser verdammt geilen Aussicht. Verdammt, schaut diese Map einfach nur gut aus. Sie sind doch eine kleine Schwester, Pibi. Was soll ich tun, wenn Sid sich weigert, mich anzuerkennen? Sehr hilfreich, vielen Dank. Wir machen einfach coole Donuts. Donuts, ja, das sind Döner mit Donuts gemischt. Meine Erfindung. Wir machen einfach coole Donuts und die ignorieren uns. Okay, da wollen wir runter. Schätze ich mal. Oh, mit der Donuts. Seien Sie vorsichtig. In einem solchen Lager werden uns unsere Beziehungen nicht viel nützen. Plündern ist falsch. Oh, verdammt. Verdammt, schaut Kedera gut aus. Sehr krass. Nur krass. War nicht hier was Wichtiges? Boah, ich hab Kedera nicht so cool in Erinnerung. Ist wahrscheinlich meine Ultra-Grafik. Oh, verdammt, schaut das einfach gut aus. Oh. Keine Ahnung, was hier drin war. Ich habe vorhin eine Sidequest für später, vielleicht dann auch erst. Terminal. Das hat nichts gemacht. Okay, ich lese mir das nicht durch. Auf eine Kiste. Sehr merkwürdig. Ob das einfach meine Reshade-Mod ist, dass ich das so geil ausschauen lasse? Verdammt, schaut das gut aus. Der ist sexy. Und das soll anscheinend der Müllplanet sein. Verstecke mich jetzt schon seit 3 Tagen vor diesen Drecksverbanden. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre Credits zurückzukriegen. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich bin so durstig. Scheiß drauf. Ich weiß, man müsste es filtern, aber ich gehe das Risiko ein. Wasser ist Wasser. Oh Gott, das ist... Wasser ist Wasser, famous last words. Hättest du eine Pisse trinken sollen? Mach's wie Scheiß drauf, Bear Grylls. Ach, viele Kleinigkeiten. Doch! Oh, die Aussicht. Einfach nur geil. Ich habe jetzt schon mir das Thumbnail ausgesucht, was ein Ladebildschirm ist. Aber hier kann man echt alles nehmen. Diese scenic views. God damn it. Oh, bin ich der Einzige, der coole Thumbnails hat? Verdammt. Jeder sucht bei Thumbnail Materials irgendwelche Mädchen mit leichter Bekleidung und ich suche die schönsten Neptiles mit den meisten. Ventral, sind Sie okay? Beim letzten Kampf waren Sie. Kennen Sie das Gefühl, als würden Sie sich selbst aus der Ferne beobachten? Und Sie sehen alles, was um Sie herum ist? Das hatte ich für einen kurzen Augenblick. Ich habe gesehen, wo ich war, gegen wen wir kämpften und ich will nicht darüber reden. Es kommt nicht wieder vor. Petra hat geschlafen. Okay. Machen wir mal eine kurze Umgebungspause. Ich wollte Akustik-Views sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Ja, richtig. Was sind die da hinter mir?
Ein Shotgun-Money. Ich weiß noch immer nicht, wie man Waffen wechselt in diesem Spiel. Nur in diesem Spiel ist es auf der Kick-Taste, wo man nachladet auch. Ich hoffe, mein Sidechain-Compressing funktioniert diesmal. Das habe ich komplett vermasselt, mein Sidechaining. Let me in! Let me out! Da haben wir gerade komplett zerstört. Einfach nur krass, wie so später man in diese Maps kommt, umso besser schaut man, schauen sie aus. Sie haben dir das Spiel in der ganz kompletten falschen Reihenfolge dargegeben. Wir hätten gleich mit den Badlands anfangen können. Alles, was am Anfang war, wie Eos, schaut einfach nur schlecht aus. Das war alles, was danach kam. Da fliegt irgendwas Fettes herum. Was warst du gerade? Die Angara scheinen cool zu sein. Sie könnten Verbündete sein. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie uns am Ende hassen. Verdammt, ich hoffe, sie sind Verbündete. Der Typ ist einfach aus der Luft geflogen. Messer, diese Waffe halt. Und der ist auch weg. So, ich liebe diesen Trupp. Oh, ich hoffe, es funktioniert alles. Es ist kurz leise, weil ich kurz mein Audio wieder checke. Okay, okay. Oh, ich hoffe, mein Sidechain Compressing funktioniert endlich mal. Oi! Oh, was für ein Jump. Ich nehme die Rampe. Nein, komm! Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Danke, Edi. Meine Sam. Meine Sam. Rivian. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Jo. Nein, oder? Aber nichts Wichtiges hier anscheinend. Ein bisschen was zum Abernten. Oh, verdammt, schaut das im App gut aus. Das sind nicht die Badlands, das sind die Beautiful Lands. Ich bin gerade viel zu wenig Mass Effect anscheinend, so wie ich mich gerade freue, dass ich hier bin. Legen wir hier mal. Hier ist niemand. Verdammt, schaut das gut aus. Verdammt, schaut das alles gut aus. Schaut das auch bei meiner Aufnahme gut aus von den Farben? Könnte ich fast was von den Farben umstellen, weil vielleicht kriege ich das noch besser hin. Da haben wir jetzt 21 Sättigung. Ah, Kontrast haben wir dazu. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Sättigung brauchen wir nicht so viel. Da kann ich auf 0 circa lassen, da bin ich gerade hochgefahren mit der Sättigung. Deswegen hat es so komisch ausgeschaut. 14 wird schon passen. Farbtonverschiebung, den brauche ich gar nicht nochmal. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt einen Unterschied jetzt seht. Der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Die Lot habe ich ganz ausgemacht jetzt. Passt. Jetzt bin ich happy. Ich könnte den ganzen Tag damit herum experimentieren fast. Nur damit ich die kleinen Unterschiede herzeige. Überhaupt mit dieser Map, die einfach nur gut ausschaut. Das soll die Assi-Exfiltranten-Map sein und es schaut einfach nur gut aus. Wir haben den schönsten Planeten anscheinend erwischt, optisch. Selbst wenn man das Wasser nicht trinken kann. Wasser. Ist doch total unterbewertet eigentlich.
Nicht überbewertet, nein, unterbewertet. Muss ich hier was scannen? Hey, hier ist ja wer. Castrian. Ah, kein Kasabian. Keine Waffe, keine Credits. Ich will keinen Ärger. Moment, Sie sehen nicht aus wie einer von denen. Sie sind nicht hier, um mich zu töten, oder? Habe ich denn einen Grund, Sie zu töten? Hier draußen hat jeder einen Grund, jeden zu töten. Verbande und Kollektiv wollen sich gegenseitig ausradieren. Da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Sogar das Wasser will deinen Tod. Oh. Wie gefährlich ist das Wasser wirklich? Sehr, solange es ungefiltert ist. Die Angara haben ein Filtersystem, das das tödliche Zeug rausholt. Schmeckt aber immer noch wie Kroganer-Unterwäsche. Und riecht auch so. Klingt verlockend. Das ist Kedera. Was dich nicht umbringt, weckt in dir den Wunsch, es hätte dich umgebracht. Für welches Team kämpfen Sie? Verbannte oder Kollektiv? Weder noch. Ich wollte mich nicht mal der Rebellion auf der Nexus anschließen, bis mein Bruder mich davon überzeugt hat. Er ist bei dem Aufstand gestorben. Bis ich meine Meinung geändert hatte, war es schon zu spät. Und jetzt versuche ich, unbemerkt zu bleiben und mich auf keine Seite zu schlagen. Das ist meiner Meinung nach die beste Methode, um am Leben zu bleiben. Gibt es hier draußen viele Cat? Nein, dafür hat Sloan schon kurz nach unserer Ankunft gesorgt. Aber es gibt Gerüchte. Menschen verschwinden. Tech fällt aus. Da fragt man sich schon, ob sie wirklich alle erwischt hat. Ach, die Cat habe ich dir ganz vergessen. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Einer der Schwachpunkte dieses Spiels leider. So interessant sind die Cat dann doch nicht. Meiner Meinung. Ich weiß, andere Leute haben andere Meinungen. Das sind Meinungen für euch. Die kurze Zusammenfassung von Meinungen. Ihre Leute haben andere Meinungen. Okay, was muss ich hier machen? Verdammte Tasten, die anders sind in jedem Spiel. Hier drüben wollen sie, dass ich rübergehe zu diesem Turm. Ich mag die Map. Ich weiß nicht. Gute Bösewichte zu erzeugen ist sehr schwierig. Hier ist es. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von diesem Johann. Hoffentlich ist Remy da drin. Und am Leben. Der Direktor hat gesagt, dass Johanns Leute ein übler Haufen sind. Ich würde nicht mit einem herzlichen Willkommen rechnen. Die Bösewichte sollen ja gesichtlos bleiben. Na, da ist Johann. Da war Johann. Da war Johann. Mara ist viel gefährlicher, habe ich gehört. Oder auch doch nicht. Komm mal, ein Vanguard Charge. Tschüsseli. Also dann, finden wir Remy. Ja, hier liegt Johann. Vielleicht Glück, dass dieses Spiel nicht so brutal ist, dass man den Schädel nochmal runterschießen kann. Ja, gute Bösewichte sind schwer zu erzeugen, da Bösewichte hauptsächlich gesichtslose Untertanen sowieso meistens haben. Und da Bösewichte auch oft in Spielen und in Filmen sehr Motive, Schatz, die man verstehen kann oft. Hey, viel Blut, was? Man kann ihre Motive oft nachvollziehen. Und da ist es leichter, irgendwelche Alien-Rassen zu nehmen, die einfach nur aggressiv sind und nichts reden. Oh, hier ist nur ein Ausgang. Blut vielleicht? Ja. Was ist hier los? Erkläre dich. Sind Sie in Ordnung? Sie wollten mich essen. Oh, Kannibalen. Sie haben eine Gruppe von uns hergebracht, aus den Slums. Sie sagten, hier wären wir sicher. Nur ich bin noch übrig. Sie haben überlebt. Nur das zählt. Ich dürfte nicht einmal hier draußen sein.
Ich habe meine Schutzgebühren bezahlt. Ich weiß. Der Verbannte, der sie fälschlicherweise aus Kadara Port rausgeworfen hat. Er schickt mich. Werden die mich wieder reinlassen? Das ist das Mindeste. Grayson, ich habe Remy gefunden. Sie muss abgeholt werden. Gott sei Dank. Ich schicke sofort ein Shuttle. Vielen, vielen Dank. Danke. Alter. Das ist echt viel Blut. Das ist ein bisschen viel zu viel Blut für manchen. Und hier haben wir... Die sind alle in Rüstung. Der ist durch den Boden ein bisschen durchgeglitscht. Der auch. Okay, es ist vielleicht auch nicht so realistisch hier. Wir arbeiten mit Hammer. Das ist das falsche Werkzeug, oder? Ich meine, ich bin kein Spezialist, aber das ist doch das falsche Werkzeug. Wow. Da drüben gibt es noch weitere Sachen, die man sich vielleicht gönnen kann. Anschauen. Bei Cordero werde ich hier viel machen. Seit Quest-wise. Weil es nicht so fad ist wie EOS. Smooth. Smooth Landing. EOS. Die Häuser sind cool hier. Also wenn sie natürlich von Kannibalen bewohnt sind. Jemand hier? Nein. Das ist eine Eingangshalle. Das schaut auch nicht besser aus hier. Da hat jemand einen Kopfschuss gefressen. Ich habe den Stuhl umgehauen. Das wird wahrscheinlich auch noch später gebraucht. Goddammit. Yes. Ich würde hier gar nicht darum rennen, wenn sie kann. Nicht so aus, als wäre jemand zu Hause. Ich sollte hier gar nicht darum rennen, wenn es hier keine Quests gibt. Yes. Iridium. Okay. Dann schaut das cool aus und ich treffe noch immer alle falschen Tasten. Okay. Hier war eine Sidequest. Gehen wir dort mal hin. Obwohl das nach einer Sackgasse ausschaut. Sagt die Karte hier dazu was? Nein. Probieren wir es einfach drüber. Warum schaut das so wie ein Märchenbilderbuch hier aus? Big Money, Big Money. Augen auf, alle zusammen. Keine Sorge, ich blinzle nicht mal. Wenn es was zu sehen gibt, sehe ich's auch. Sie werden sehen. Vielleicht nehmen Sie dazu Ihre Augen und nicht Ihr Mundwerk. Wie wär's? Oh. Was für ein Rose. Obwohl das keinen Sinn ergab. Oh, schaut das alles gut aus hier. Verdammt. Totino. Wir kommen durch. Ja, wir kommen durch. Das kann man laut sagen. Hier ist die Map. Ah, Kadara. Ich spreche immer noch Englisch aus. Hey Leute. Die differenziellen Kontakte besagen, dass kriminelle Einstellung und entsprechendes Verhalten durch Interaktion mit kriminellen Elementen entsteht. Eine tiefergehende Extrapolation der Angelegenheit läuft noch. Was geht hier vor? Wer sind Sie? Ist das Ihr Datenpad? Sind Sie einer von denen? Vor wem haben Sie Angst? Wen meinen Sie mit denen? Die hinter all dem stecken. Alle verhalten sich wie Verrückte, reden nur noch Blödsinn. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat, nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Was meinen Sie damit? Niemand ist bei klarem Verstand. Und da waren diese Leute, andere. Sie kamen und haben dieses Datenpad dagelassen.
Was wollen diese Leute? Wenn ich das wüsste, würde ich sie nicht fragen. Einer von ihnen hat gesagt, wir haben das Datenpad zurückgelassen. Es geht mir wieder gut. Verzeihen Sie die Störung. Es war nichts. Wir sehen uns. Ein algebraisches Produkt ist die Summe korrespondierender Einträge der beiden Sequenzen. Eine tiefergehende Extrapolation der Angelegenheit läuft noch. Okay. Die Kroganer und das Sari zeigen keinerlei Anzeichen neuraler Disruption. Ihre Muster bleiben eingestellt. Der Sarianer zeigt Anzeichen von ein wenig Widerstand mit gelegentlichen Ausbrüchen aus dem Muster. Vermutlich muss die salaranische Physiologie berücksichtigt werden. Um sicherzugehen, wurde Zugangscode geändert. Okay. Leute, das Selbstgespräche. Die Extrapolation der Angelegenheit läuft noch. Akzeptable Verluste beschreiben ein Sie weisen ungewöhnliche Gehirnaktivität auf. Ein Signal von außen stört Ihre Denkprozesse. Ich höre es. Was können wir für Sie tun? Unmittelbar gar nichts. Aber wenn Sie andere scannen, kann ich vielleicht die Quelle des Signals lokalisieren. Vielleicht eine Aufwachwatsche. Seine Hirnaktivität ist vergleichsweise normal, aber es gibt Hinweise auf massiven Stress. Weitere Scans sind erforderlich. Diese Person weist Anzeichen derselben äußeren Störung auf. Ich habe die Quelle des Signals jetzt zurückverfolgt. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Okay. Nicht in diesem Haus. Goddammit, jedes Mal. Vor mir irgendwo im anderen Haus. Experimente an Aliens werden durchgeführt, wahrscheinlich von Menschen. Warum sind Sie hergekommen? Kurze Antwort? Weil ich noch nie hier war. Ist das alles? Ja, warum nicht? Okay. Wo ist der Typ? Ja. Da kommen Sie! Kommt erst die Gewalt. Wo bist du hin? Oh! Komm mal, Team. Mach doch auch was. Gute Arbeit. Das komische Arschbacken. Oh, Bibi ist kein Fan von diesem Schlamm. Sehen, dass es direkt im Nachbarhaus ist, die Forschung. Ah, wahrscheinlich wirklich Menschen, die andere Alienrassen untersuchen. Sie haben hier nichts zu suchen. Natürlich. Ja, und das ist die Maschine, die alles verursacht. Natürlich Menschen. Okay. Explain yourselves. Was zum Teufel machen Sie mit den Leuten da draußen? Es ist ein Experiment. Körperlich ist Ihnen nichts geschehen. Es geht Ihnen gut. Ja, genau. Sie sind überhaupt nicht verrückt geworden, die Alien-Rassen. Bin mir sicher, das verstößt gegen sämtliche Gesetze der Milchstraße. Was sind Sie bloß für Leute? Cerberus. Wir haben für eine Organisation gearbeitet, die sich ja Cerberus nannte. Bis unser Boss beschloss, dass er lieber völlig irre Ideen wie die Wiedererweckung von Toten finanziert. Ha! Projekt Lazarus. Voodoo, sonst nichts. Aber in Andromeda sind wir unsere eigenen Herren. Und was Sie da gesehen haben, ist die Geburt von etwas Großartigem. Ein biologisches Netzwerk. Eine Gruppe miteinander verlinkter Gehirne. Verbunden. Wir nutzen die Kraft des Bewusstseins, um eine neue Art Supercomputer zu erschaffen. Ja, verrückt, Nosch. Was will Cerberus? Reinheit. Die Menschheit sollte ihren eigenen Weg gehen, ohne Alien-Gesetze oder Moralvorstellungen, die uns nur aufhalten. Unser Boss kam von diesem Weg ab, verlor das Ziel aus den Augen. Er und diese Lawson rekrutierten die falschen Leute. Freunde in niedrigen Positionen. Andromeda ist eine Chance für einen Neubeginn. Die Menschheit sollte hier das Sagen haben. Der Rest darf uns gerne folgen. Habt ihr gerade Lawson, Miranda Lawson, beleidigt? Tod. Sofort.
Was machen Sie auf Kadera? Die Badlands sind der ideale Ort, um die Arbeit zu erledigen, die getan werden soll. Ja. Getan werden muss. Wir müssen gegen die vielen neuen Bedrohungen in Andromeda unbedingt einen Vorteil für die Menschheit finden. Es ist so ein Tod. Was genau macht dieses Experiment mit den Leuten da draußen? Die richtige Energie und Frequenz kann das Bewusstsein einer Person mitnehmen. Letztlich besteht der Verstand nur aus elektromagnetischen Mustern. Also Gedankenkontrolle. Diese Leute wurden verstoßen. Sie sind Verbrecher. Sie haben mit ihrem Verstand nur Ärger gemacht. Wir hatten dafür eine bessere Verwendung. Und durch die Verlinkung sind sie jetzt wie ein lebender Computer. Aber mit der Geschwindigkeit von Gedanken. Ähnlich wie der Computer, den sie in ihrem Kopf haben. Ach, ihr wisst davon. Ja. Es sind nur Verbrecher. Ihr seid die Guten. Ihr seid die Guten. Schluss jetzt. Sam. Ich habe die Steuerung für das Signal gefunden. Sie schaltet das Experiment ab. Wir können sie nicht aufhalten, aber diese Leute sind von dem Signal abhängig. Ihr Verstand funktioniert sonst nicht mehr. Lassen Sie sie in Ruhe. Was? Wir werden sie doch nicht einfach am Leben lassen, oder? Was? Ich habe genug gehört. Wo ist meine Renegade-Option? Für Miranda? Wie schalten wir dieses Experiment ab, Sam? Ich kann das Signal zur Strafe gegen die Wissenschaftler richten und die Leute befreien, was aber zu Komplikationen bei ihnen führen dürfte. Oder ich verändere das Signal so, dass das Leid der Opfer minimiert wird und sperre das System gegen weitere Manipulationen. Oder ich gehe einfach und unternehme nichts. Ach ja. Richte das Signal gegen diese Dreckskerle. Es soll wehtun. Was haben Sie getan? Was geschieht? Der Fluss Styx fließt durch diesen Kreis der Hölle, in dem die Zornigen und die Trübsinnigen bestraft werden. Erstere beißen einander. Unaufhörlich mit ihren Zähnen nacheinander. Letztere vegetieren in schwarzem Schlamm, träge und mürrisch in Charon. Der Welt. Charon heißt der Fluss Styx fließt durch diesen Kreis der Hölle, in dem die Zornigen und die Trübsinnigen bestraft werden. Charon heißt der Typ. Erstere beißen einander. Wiederholt ihr euch nur? Unaufhörlich mit ihren Zähnen nacheinander. Charon ist der Pferdmann. More Aliens oder Tiere sind gespawnt. Schauen wir zu den anderen auch noch rüber. Nehmen wir den fetten Drift damit. Schauen wir mal, was hier los ist. Ob es denen jetzt besser geht oder ob es nicht verbessert hat, ihre Lage. Oje, gehen wir lieber. War definitiv nicht die richtige Entscheidung, um das Leiden dieser Leute zu verringern. Okay. Schauen wir mal, wie wir dorthin kommen. So hatten wir uns das alles nicht vorgestellt. Aber etwas Gutes hat die Sache. Ich sehe eine neue Galaxie. Wie viele Leute können das schon sagen? Das ist die richtige Einstellung. Schau dir diesen schönen Drecksplaneten nochmal an. Atemberaubend. Wohin willst du, dass ich gehe, Karte? An den rechten Weg mal gesehen da. Verdammt. Dieser Himmel ist wirklich der Hammer. Nein, kann ich nicht nehmen. Ich darf nicht den rechten Weg hier nehmen. Bleiben wir links. Natürlich, da gibt es noch viel mehr in dieser Map. Okay, dann gewinnen wir eine Mission hier irgendwo. Diese hier. Balance.
Oh boy. Oh boy. Okay, wir sind wieder am Anfang. Fast. Schießt gerade in alle Richtungen. Schaut euch diesen Jump an. Oh, wie schießt noch irgendwo hin. Schön erfinderisch. Oh. Daher kriegt Kedera Port bestimmt seine Energie. Oh. Gute Arbeit. Ja, ja. Gut, danke. Oh. Viel zu weit. Oh, da ist eine Quest. Hallo. Diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Ein Pathfinder von der Initiative. Ein Pathfinder auf Kadera? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloan nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Irgendeine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator. Sie wurden alle zum selben Nav-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Ich weiß gar nicht, was ein schlechtes Gewissen ist. So was kenne ich gar nicht. Gibt's nichts Eiskalteres als mich? Das ist Schnarl in meinem Namen. Oh, der mag auch keine Plünderer. Aber coole Aussicht. Solche Fenster in der Zukunft wären richtig cool. Gefällt mir. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich habe meine Beine benutzt. Oh. Tja, dann benutzen Sie sie jetzt mal, um wieder zu verschwinden. Ich bin beschäftigt. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Na schön, aber machen Sie schnell. Versorgt dieser Windpark Kedera Port mit Strom? Ja, genau wie alles andere in der Gegend. Was natürlich nicht heißt, dass uns dafür irgendjemand dankbar wäre. Nein, Sie kontaktieren uns nur, wenn irgendwas kaputt ist. Sloan zahlt Ihnen kein Schmiergeld. Nicht genug. Dieser Job ist riskant. Ich hätte eine Gefahrenzulage verdient. Okay, wir sind in meinem Kopf. Das nenne ich fürs Bösen. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass sich die Turbinen weiterdrehen. Was im Übrigen beinahe an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt, wie viele Plünderer hier ständig irgendwelche Teile stehlen wollen. Danke. Danke für Ihre Zeit. Ob, ja, schon gut. Lassen Sie mich jetzt einfach weiterarbeiten. Okay. Wir haben einen Blick in Ryders Kopf werfen können. Ziemlich hohl, wie gedacht. Was ist sonst noch? Eine Quest gibt's ja noch. Finger weg von den Turbinen. Nein. Finger weg von dir auch. Turiana und Asari. Ah, mich stört, dass jeder Asari das gleiche Gesicht hat. Bei den Asari und bei den Turianern sind sie echt voll geworden in diesem Spiel. Ich sehe schon, sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig, wie alles an Ihnen. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. In Ordnung. Als die Verbanden nach Kedera kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind.
Und ich kann in Kadara Port keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der Nav-Punkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Oh, ich will eigentlich die Proteinriegel haben. Ich bin ein bisschen proteinriegelsüchtig. Ohne Dreck. Oh, die schmecken einfach zu gut. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der Nav-Punkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Mein aktuelles Angebot. Verdammt, Proteinriegel sind einfach viel zu gut zur Zeit. Ich bin sehr rot. Das steht kein der Vaters. Das steht auch Vaters. Platin, Titan. Und CU hier. Das einzige Element, was ich immer brauche anscheinend. CU, hey. Keine Ahnung, was ich sonst noch brauche. CU ist für die. Ich habe nicht das nötige Geld. Ich habe doch immer nicht das nötige Geld. Oh. Oh. Was habe ich hier? Talon. Bis auf die Hurricane brauche ich gerade eigentlich hier nichts. Jetzt habe ich das nötige Geld. Valkyrie, habe ich die gerade neu bekommen? Ich kann mich nicht an die Valkyrie hier erinnern. Ich spiele das Spiel einfach zu wenig weg mit der Windows. Einfach Windows Updates. Niemand braucht Windows Updates, okay. Ah, Initiative, Rebellen, weg damit. Rebellen. Jeder hat Rebellenrüstung. Die gibt es einfach zu oft. Rebellen, sage ich ja. Rebellen überall. Den behalten wir. Okay. Dass ich nicht ganz pleite, ja. Ah, Ende. Ende. Verdammt, die Karte. Doch, da gibt es einfach viel zu viel. Komm ich da überhaupt drauf auf den Berg? Schaut schlecht aus, ehrlich gesagt. Schaut das ganz schlecht aus. Da gibt es sicher eine Spezialstraße. Eingepackt habe ich auch ganz schlecht. Ja. Ja. Hopp, ich hab's überfahren. Die Angara waren ganz allein hier, bis die Cat aufgetaucht sind. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man sich fragt, ob man die einzige intelligente Spezies in der Galaxie ist? Okay, wir nehmen die andere Quest. Hier. Oh. Aber wie krass diese Map. Warum bist du rot? Das Lager vor Ihnen ist weder in den Unterlagen der Verbanden noch des Kollektivs verzeichnet, Pathfinder. Oh, hier ist fetter Fight. Wir haben Ziele! Oh, verdammt, war das eine fette Explosion. Hier lebt noch irgendwas. Lass aufhören zu zählen, Mädel. Hab schon durchgebumst. Was mit der coolen Musik. Ich dachte mir, wenn wir mal schon so coole Musik haben, muss ich die fast lassen. Der Behälter. Der fightet hier. Ich
Kleiner Raptor. Flieg. Netter Schuss. Netter Wurf, meinst du wohl? Hier lebt anscheinend auch noch was. Ja. Hier hat mir ein Kill geklaut. Okay. Überreste. Oh, wir gehen uns einfach durch. Nein. Links abbiegen. Links abbiegen. Sie sind wirklich leicht zu ärgern. Wissen Sie das, Pibi? Mit Ihnen rede ich nicht. Okay. Hat sich heute mal Teammitglieder durchwechseln dann. Ja, fragen sich gerade nicht. Wir können nicht zulassen, dass die Gesetzlosen diese Tech beanspruchen. Ja, sie gehört schon mir, keine Sorge. Oh wow, das war gerade hart für die Augen. Ich habe den getroffen. Was macht ihr denn da oben? Fliegen! Steht da richtig im Boden. Vanguard Charge ist nicht zu sehr. Ist nicht zu sehr ein Augengraves Move. Oder mit Singularität zusammen. Und das lebt er noch. Aber ich sehe es nicht. Okay, was wollen die von mir hier? Bin ich noch am richtigen Ort? Nein, bin ich noch immer nicht. Wir haben nur einen random Track gemacht. Ich muss bei diesem Berg vorbei. Wie lautet gleich nochmal Ihr vollständiger Name? Peanut Butter. Mein vollständiger Name lautet Peanut Butter. Das ist meine Geschichte und ich bleibe dabei. Ja. Ich mag auch Peanut Butter. Schmeckt gut. Auch ein Proteinriegel. Ich gehe da nicht den richtigen Weg entlang. Oh. Nein! 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 Was zum Teufel geht gerade ab? Was zum Teufel mache ich hier? Oh. Okay. Oh. Verdammt. Oh. Das sind vielleicht kein Auto. Pathfinder, hier wurde der Mord begangen, um dessen Untersuchung sie Mr. Vidal gebeten hat. Alle erwischt. Was? Jetzt haben wir auch eingepackt. Okay. Pathfinder, wen Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Ja, in dem Gebäude. Reyes, ich bin jetzt am Tatort. Sehr gut. Ich habe einige Informationen über den Toten. Er war ein männlicher Kroganer namens Seer. Man hat ihm den Bauchpanzer herausgebrochen, bevor er erschossen wurde. Sie wollten, dass er leidet. Schön zu sehen, dass Sadismus noch immer nicht aus der Mode ist. Führen Sie Ihr Scanning durch. Suchen Sie nach allem, was uns einen Hinweis auf den Mörder liefern könnte. Ich glaube, ich habe fast keine Quests mehr drin. Was ist das? Blut? Diese Fußabdrücke sind eindeutig angaranisch.
Ich zähle mindestens 3 Angreifer. Die Spuren deuten auf einen Hinterhalt hin. Das passt ins Profil der Roka. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dortenbird, Sloan Kelly. Mehr kann ich nicht lesen. Lesen schwer. Angaranisches Blut. Das passt zu ihrer Roka-Theorie, Reyes. DNA liefert keine Hinweise auf politische Zugehörigkeiten. Scannen Sie weiter. Wir brauchen eindeutige Beweise. Eine Pfanne. Das heißt ein Bob-Cheese-Spieler. Verdammte Bob-Cheese-Spieler schon wieder. Was habe ich hier gesehen? Flasche. Die angaranischen Fußabdrücke führen in diese Richtung. Folgen Sie ihnen doch einfach. Messer, danke für die Idee. Ein Messer. Der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben. Auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert. Das ist Chilesh, die Geheimsprache der Angara. Ein Zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis. Klingt stark nach den Roka. In Verbindung mit der DNA und den Fußabdrücken untermauert diese Gravur die von Mr. Vidal vorgebrachte Theorie, Pathfinder. Dann statten wir den hiesigen Roka doch mal einen Besuch ab. Sie wissen, wo sie sind? Dachten Sie, ich hätte die ganze Zeit nur faul auf meinem Arsch gesessen? Ja. Ich sehe den Ort direkt vor mir. Schicken Sie mir die Koordinaten. Diese Morde finden heute ein Ende. Was, mehrere Orte? Nein, oder? Nein, nein. Nehmen wir diese Mission auch gleich mit. Alles abhaken nach der Reihe. Gute alte RPG-Taktik. Rhythm. Ich habe ihn gefunden. Tja, das Ding ist hin. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Oh klar, der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns. Ja, der war sehr schwierig gerade. Warum liegt da mitten... Pathfinder, Reyes braucht nach wie vor ihre Hilfe bei der Untersuchung der Morde in Kedera Port. Ja, was? Warum ist ein Kettensbruder unter eurem Haus, Jungs? Hey, auf dem Boden, ich will deine Form wieder anschauen. Zeig mir deine Liegestützform. Hopp, komm mit Sit-Ups. Komm mit Sit-Ups. Oh! Das ist gar nicht so schlecht für ein Biotech-Game. Biotech? BioWare. Die Animation meine ich und die Form auch nicht. Gute Arbeit, Salariana. Besser als Liam. Ich will Liam gleich austauschen mit dir. Malox. Das ist mal ein cooler Name. Was kommt als nächstes? Squats. Liegestütze wieder. Ah. Squats. Eine. Das ist eine echte Übung. Das machen Fußballer zum Aufwärmen. Nicht in Frage stellen. Das sind zwar Frauenliegestütze, aber Solianer sind ja nicht bekannt für die größten Muskelmassen. Und er schummelt ein bisschen mit seinem Kopf, indem er runtergeht. Und er schummelt ein bisschen mit seinen Knien, indem er im Boden einsinkt. Naja, ist cool. Gute Arbeit, nur weitermachen. Sehr schönes Split-Workout. Schön in Form bleiben, Typ. Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Nein, ich suche nur ein Teammitglied statt Liam. Für den Salarianer. Ich sehe mich nur um.
Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Einer Ihrer Nachbarn wurde ermordet. Sir ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Sir hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kadera bedeutsame Annehmlichkeiten. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Ich mag die Typen, die Truppe hier. Die wird gleich aufgenommen. Bis auf das Mädel, das sitzt noch faul im Bett herum. Die zwei nehme ich mit. Die dürfen ins die Gruppe des Pathfinders. Okay. Das war Hauptcity, Hauptmission City. Oder Dorf. Das Hauptmission Dorf. Ich schätze, dass da drüben wird das nächste abgehakt. Ich weiß nicht, ob das Livium, was da rumsteht, ob ich das schon genommen habe oder nicht. Vielleicht scannen. Und Sam Erinnerung. Das interessiert mich nicht, was Sam als Erinnerung hat. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Wirklich? Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen Sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kadera lösen. Und vergessen Sie Sloan nicht. Sie hasst die Initiative. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Ich weiß doch schon, wer das Scharlatan ist. Ah, hier drüben. Ich muss noch ein bisschen weiter mit dem Auto reisen können. Oh! Das tut verdammt weh! Nicht reintreten. Vielleicht sollten wir uns mal unter der Erde umsehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Das ist jetzt mein Thumbnail. Okay. Fahren wir rundherum. Durchhupfen war nicht die beste Variante. Ja. Vielleicht sollten wir uns mal unter der Erde umsehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Sorry, Sam. Ach, schau. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Er ist da. Nur etwas müde. Ein kleines Nickerchen, dann ist er wieder wie neu. Das seid ihr zwei Typen. Er hupft euch gleich herum. Krasser Typ. Okay. Haben wir schon genommen, glaube ich. Hier gibt noch viel auf dieser Map zu tun. Es wird auf jeden Fall zwei Folgen bestücken. Okay. Oh, Sam. You.
Wetter trifft. Wetter hupfen? Nein. Das sieht nicht nach einem Lager der Verbannten oder des Kollektivs aus. Sehen wir es uns mal genauer an. Schaut nach einer Monsterparty aus. Ich ordne in dieser Gegend ein Waffenlager einiger Gesetzloser. Wenn es gäbe, müsste ich Ihnen genaueres verraten. Ach, hier haben wir das Ding hingeschossen. Und rauf mit dir vom Berg. Hier steht, dass diese Waffen für ein bestimmtes Lager gedacht sind. Sam? Ich könnte die Quelle der Vertragungen möglicherweise ermitteln. Allerdings brauche ich dafür weitere Informationen. Verdammt. Okay. Haben wir sie neben Quests wieder? Sam? Hier ist noch was zum Looten. Sand eingeparkt. Dann wir rauf. Oh! Sie müssen ihnen helfen. Ja. Wir kommen rein. Ah, drum lebt noch Werder. Na? Wer seid ihr? Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie müssen jetzt gehen. Nein. Ich habe Erfahrung mit Relikttechnologie. Ich weiß, was ich tue. Mehr oder weniger zumindest. Das hier ist nicht Ryders erster Monolith. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. Okay. Suchen wir nach diesen Glyphen. Oh. Ich hoffe, das war nur eine. Nein, das war nicht nur eine. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Ist das? Ich hab's. Okay, einer noch. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Welche Fragen, Jungs? Nein. Ich hab ziemlich komisch hier eingepackt. Raus. Oh. Komm mal raus. Ah ja, hier bin ich. Okay, was haben wir hier? Sam. Fünfte Leiche. Schilde sind hochgefahren. Ich wehre ihren Beschuss ab. Gute Arbeit. Du schaffst das schon, Mädel. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben gefunden, was möglich war. Gehen wir zurück zu Senaris. Verdammt, ist diese Waffe stark. Wie weit sind wir denn schon drinnen? Damn. So, wir noch nach einem Aussichtsposten, oder? Ja, diesen hier. Diesen hier machen wir. Vielleicht dort mal ein bisschen was von meinen Teammitgliedern durchwechseln.
Kandara, die Badlands machen auf jeden Fall Bock auf mehr. Achtung, diese Exilanten werden uns nicht freundlich gesinnt sein. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsmuster. Gute Arbeit! In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Auf. Okay, jetzt bin ich sauer. Ah, hier wird noch mehr. Jetzt kriegt die Müdigkeit schon hin. Pathfinder, ich habe in der Gegend ein Datenpad geortet. Das heißt? Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbanden erpressen. Ich frage mich, ob es funktioniert hat. Der beigefügte NAV-Punkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln. Okay. Oh! Ja, machen wir einen Gruppen-Thumbnail noch schnell für die nächste Folge. Bibi, kannst du dich entscheiden? Nee, da kannst du nicht stehen, Bibi. Bibi. Den besseren Platz. Goddammit, Bibi. Was soll das? So. Das sieht auch nicht cool aus. Bibi, du musst den besseren Platz. So. Okay. Bibi wird ausgetauscht. Ah, wurscht. Fertig hier. Danke fürs Zuschauen. Peace out.